Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, können uns alle möglichen negativen Gefühle und Emotionen widerfahren. Trauer ist ein normaler Prozess, wenn wir etwas verlieren, das uns wichtig ist. Aber es gibt Momente, da erscheint es besonders kompliziert, das Leben geregelt weiterzuführen. Menschen gehen unterschiedlich mit Trauer um. Während einige versuchen, sich unter Arbeit zu vergraben, um die Gedanken an ihren Verlust zu dämpfen, drücken andere dies regelmäßig aus, indem sie ihre geschätzten Momente teilen. Aber eine Mutter hat einen Weg gefunden, den Verlust ihrer zweijährigen Tochter auf einzigartige Weise zu tragen. Es sind genau 3 Jahre her, als Saundra González ihr kleines Mädchen in den Armen hielt, bevor sie die Welt unter mysteriösen Umständen verlässt. Aber die trauernde Mutter glaubt, dass ihre Tochter Fabiola noch lebt. Und ehrlich gesagt, können wir nicht anders, als ihr auch zu glauben, weil sie Beweise hat. Sie behauptet, dass Überwachungsaufnahmen auf einem Friedhof, auf dem Fabiola beigesetzt wurde, ihre Kleine zeigen, die auf dem Friedhof herumläuft. Saundra González träumte immer davon, Mutter zu werden, und es dauerte nicht lange, bis dieser Traum am 6. November 2015 wahr wurde, als ihre Tochter Fabiola Rodriguez geboren wurde. Fabiola wurde per Kaiserschnitt entbunden und González traf ihre Tochter erst am nächsten Tag. Sie hat sich sofort in sie verliebt. Sie hat mich zur Mutter gemacht, sagte González. Doch am 6. September 2018 war Fabiola wieder im Krankenhaus. González' damaliger Freund Lalo Entene sollte in dieser Nacht auf das kleine Mädchen aufpassen, während die Mutter bei der Arbeit war. Als sie von der Arbeit zurückkam, erlebte sie den Schock ihres Lebens. Ihr Freund war total betrunken und die Tochter lag auf dem Boden. Das kleine Mädchen sah überhaupt nicht gesund aus, genauer gesagt, sie kämpfte gerade um ihr Leben. Die Mutter wählte schnell die Notrufnummer und ließ das Kind ins Krankenhaus bringen. Es stellte sich heraus, dass ihr Gesicht und ihr Brustkorb verletzt waren und nach einiger Zeit reagierte sie überhaupt nicht mehr. Nachdem die Notärzte 40 Minuten lang damit verbrachten, lebensrettende Maßnahmen an dem Kleinkind durchzuführen, die leider erfolglos waren, verkündeten sie ihren Tod. Fabiola Nova Rodriguez ist auf dem Freimaurerfriedhof an der Compress Road in Las Cruces begraben und ihr Grabstein war umgeben von Blumen und anderem Spielzeug. Doch es passierten plötzlich seltsame Dinge. González bemerkte, dass Spielzeug und andere Gegenstände, die vor dem Grab ihrer Tochter zurückgelassen wurden, verschwunden waren. Die Mutter war total überrascht und konnte sich das Ganze einfach nicht erklären lassen. Nur wenige Schritte von Fabiolas Grabstätte entfernt befindet sich die Grabstätte von James Bustamante, der am 23. November 2019 starb. Sein Grabstein ist von Blumen und Lichtern umgeben, die sich bei Sonnenuntergang einschalten. Die Familie bemerkte Anfang des Jahres ebenfalls, dass seine Grabstätte manipuliert wurde, also installierten sie eine Wildkamera an einem Baum gegenüber dem Grab ihres Sohnes. Die Kamera fing einen Überraschungsbesucher ein, ein etwa gleich altes Mädchen wie Fabiola mit schwarzen Krausen und lockigen Haaren. Das Mädchen blieb einige Momente an das Grab von James, bevor es aus dem Blickfeld der Kamera ging. Rodriguez sagte, als sie sich das Filmmaterial von der Kamera ansah, war sie durch den Besuch des Mädchens getröstet. Für sie war es ein Zeichen Gottes, dass es ihrem Sohn gut ging. Das Mädchen kam gerade direkt zu seinem Grab und kniete nieder und es schien, als würde sie sprechen, wir sind uns nicht sicher, es waren nur Fotos, sagte Rena Rodriguez. Sie hat nur ein anderes Mal geschaut und ist in die andere Ecke zurückgegangen. Einen Tag, nachdem die Familie mit den Bildern zu den Friedhofsbesitzern gegangen war, trafen sie zufällig auf González, als sie das Grab ihrer Tochter besuchte. Sie zeigten ihr, was ihre Kamera aufgenommen hatte und González war in Tränen ausgebrochen, als sie die Fotos sah, weil sie sofort wusste, dass das kleine Mädchen Fabiola war. Inzwischen sind sich die beiden Familien nahegekommen und González teilte die Fotos der Friedhofskamera und ihre Geschichte von der Suche nach Gerechtigkeit in einem Social-Media-Beitrag, der weit verbreitet und angesehen wurde.
In ihrem Post schreibt González, dass keine Unze von ihr bezweifelt, dass das Kind auf den Fotos Fabiola ist. Weil es von Kopf bis Fuß und von ihren Haaren bis hin zu ihren Kleidern aussieht wie meine Tochter, schreibt González. Schließlich wurde ihr Freund Lalo am nächsten Tag festgenommen und wegen vorsätzlichen Kindesmissbrauchs mit Todesfolge angeklagt. Knapp 2 Jahre später ist der Fall gegen Castrelo noch nicht beigelegt. Er ist wegen Anleihe ausstehender Prozess. Es ist ein Prozess, der für González und ihre Familie nicht früh genug kommen kann. Seit seiner Festnahme wurde Castrellos Geschworenenprozess 4-mal verschoben. Der letzte Prozess sollte am 15. Februar 2021 beginnen. Die 3. Bezirksstaatsanwaltschaft beantragte die Fortsetzung des ersten 3-mal und das 4. Mal beantragte die Verteidigung die Fortsetzung. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, sie tun alles, um den Fall von Fabiola durchzusetzen. Castrelo war die meiste Zeit in Haft, um auf seinen Prozess zu warten. Bei seiner Anhörung zur Untersuchungshaft vor dem 3. Bezirksgericht eine Woche nach seiner Festnahme wurde Castrelo gegen eine Kaution in Höhe von 35.000 US-Dollar freigelassen. Es ist wirklich schwer für meine Familie, sagte sie. Jeder verliert in unserem Justizsystem die Geduld. Die Verzögerungen des Prozesses und Castrellos Anhörungen zur Anleihe geben ihr das Gefühl, dass Fabiola nicht die Gerechtigkeit oder den Respekt bekommt, den sie verdient, sagte die Mutter. Meine Familie und ich sind wirklich enttäuscht und nicht nur meine Familie, die gesamte Gemeinde ist enttäuscht von der Art und Weise, wie wir behandelt wurden, sagte sie. Ich habe das Gefühl, dass wir behandelt wurden, als wären wir die Kriminellen und als ob diese Person das Opfer wäre. Saundra González veranstaltete am 6. September 2019 auf dem Freimaurer Friedhof in Los Cruces zum einjährigen Todestag ihrer Tochter Fabiola Rodriguez eine Kerzenlichtmahnwache für New Mexico missbrauchte Kinder. González sagte, sie wolle nicht, dass sich die Leute an ihre Tochter als das kleine Mädchen erinnern, das an Kindesmissbrauch gestorben ist. Ich denke, dass sie es verdient, mehr als das in Erinnerung zu bleiben. Sie war immer so glücklich, so schön, ihr lockiges, verworrenes Haar. Sie hat immer gelacht und einfach mit allen geredet. Sie hat immer so gut geredet für ihr Alter, also möchte ich, dass sich alle an sie erinnern, sagte sie. Lass uns in den Kommentaren wissen, was du von diesem Video hältst, und wenn das dir gefallen hat, dann lass bitte einen Daumen hoch und abonniere den Kanal für weitere Videos. Danke fürs Zuschauen.